Willkommen zurück zu Unterwegs in Düsterburg. Ja, Leute. Mit technischen Problemen. Beim letzten Mal haben ich und der liebe Spyro, einen geheimen Durchgang in einen versteckten Ort gefunden, Bernhelms Los, und haben einen Zombie-König vermählt und haben dann gemerkt, dass uns Fraps in der Aufnahme verkackt ist. Das heißt, wir dürfen diesen Part nochmal nachdrehen. Ja, der Nachteil ist jetzt, ich sage euch jetzt schon mal direkt, ich muss ja noch Johns Wetter einhalten, aber ich mache jetzt einmal wieder hier meine ganz normale Tätigkeit jetzt mehr. Es ist einfach so, Fraps hat irgendwie die ganze Sache aufgenommen, nur das Problem ist, wir hatten dann auf einmal, keine Ahnung, was passiert ist, einfach Standbild gehabt. Das heißt, wir haben 30 Minuten... Umsonst. Also ich habe 30 Minuten Emo umsonst gelabert. Ich muss ja dank John ja jetzt hier in Düsseldorf Emo spielen. Und darum müssen wir jetzt halt müssen den nächsten Part nochmal, also den ersten Part, im Prinzip, also jetzt den vorigen Part so sagt, halt nochmal drehen. Wir wissen dann alles, wo wir nochmal hin müssen und so döst. Ich glaube, da kann ich dann nicht so vollzeitig Emo sein wie sonst. Ich bitte da um John ein bisschen Nachsicht. Sorry. Das klang gerade so vollzeitig Emo sein wie sonst. Irgendwie muss ich das jetzt irgendwie ausspielen, also bitte. Naja, ich werde dann halt meine kleine Emo-Wette noch weiter hier einsetzen. Aber wie schon gesagt, der erste Part, der kann dann ein bisschen, halbwegs, ich sag mal so, könnte ein bisschen... Da ist die Luft dann halt schon raus, also... Ja, und es, wie gesagt, es strengt mich auch ein bisschen selbst auch an, hier auf Emo zu sein, sozusagen. Darum bitte ich jetzt ehrlich gesagt um Verzeihung. Ich muss jetzt hier ein bisschen weiter übertreiben in den Game. Ich muss wirklich alles in die Hosenbracke ziehen, dank John. Deswegen, das werdet ihr noch alles sehen. Ich sag nur, ich muss etwas einhalten und das ist jetzt halt die Sache. Komm. Ich werde jetzt ab jetzt wieder meine normale Dasein wieder ablegen müssen und jetzt wieder den Spasti raushängen lassen. Wie immer. Ey, Moment mal, was? Geh einfach auf den Emo-Trip, das passt dann schon. Dann hast du deine Wette, deinen Wetteinsatz schon erfüllt. Ach, sei still. Gut, aber dafür darfst du dann hier auch auswählen, was wir jetzt hier antworten. Warum Bremhelms los? Also das würde mich jetzt am meisten interessieren als erstes. Okay. Ein Mann namens Bremhelm war indirekt für die Gründung unserer Sippe verantwortlich. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Auf meinen Reisen habe ich einen Mann namens Bernhelm kennengelernt. Moment mal, Bernhelm. Moment! Emo nochmal kurz abschieben. War das nicht in der Berghütte? Dada und Dudu als Kinder, denke ich auch. Die mich, die mich was gekostet haben, diese zwei kleinen Drecksbläger. Der hat uns auch mal von seiner Geschichte erzählt, von wegen Werwolf-Überfall und mussten fliehen und... Naja. Tatsächlich erzählt von ihm. Er lebt mit seinen beiden Kindern, Dudu und Dada, fernab jeglicher Zivilisation in den Eisöden. Gott sei Dank, da gehören sie auch hin. Er hat mir berichtet, dass ihm in Düsterburg übel mitgespielt wurde und dabei fiel auch euer Name, Xania. Auch damals habt ihr versucht, eure Leute zu schützen, indem ihr gegen alles vorgegangen seid, was anders war als ihr selbst. Bernhelm und seine Frau wollten nur in Frieden leben und jetzt ist sie tot. Durch eure Schuld. Harte Worte. Ihr habt ganz recht und es gibt keine Nacht, in der ich mich nicht schlaflos herumwälze und meine Fehler bereue. Du bereust deine Fehler? Du hast eine Frau ermordet! Eine Frau! Das geht über das Frauenschutzgesetz! So, übertreiben genug, oder? Ja. Aber ich werde versuchen, unsere Fehler wieder gut zu machen, indem du dich selbst erstichst. Suizid.
Könnt ihr ihm etwas von mir ausrichten, falls ihr noch einmal in der Eisöde, in die Eisöde kommt? Sidequest. Falls wir noch einmal diese Plackerei auf uns nehmen, kein Problem. Sagt gern, dass sie hier eine Sippe haben, wo für ihn und seine Familie immer ein Platz sein wird. Er wird die Botschaft verstehen. Dann wollt ihr ihn abstechen, oder? Das ist ja schön und gut, aber ich verstehe sie nicht. Könnt ihr mir nicht auf die Sprünge helfen? Nun, Brennel hat euch vertraut. Deshalb traue ich euch auch. Ihr wisst, dass er ein Wolfsmensch ist. Ja, ach nee. Das hat er uns dann vertraut. Ja, ja, wir haben ihm Knochen vor der Nase gehalten. Ja, das hat er uns erzählt. An jedem Tag, als Bremens Frau starb, fühlte ich den Mob an, der Bremens Familie vernichten wollte. Ich versuchte mit allen Mitteln, seinen beiden Babys zu retten. Dabei verletzte er mich und ein paar andere. Die gerechte Strafe der Götter erreicht uns. Wir selbst wurden von dem Fluch getroffen, der Bremens Familie zum Verderben wurde. Aha, also bist auch ein Hundi? Komm. Wo ist denn deine Leine? Ich glaube, das zählt schon über Sadomaso. Tja. Ich hätte als Kind durch Zufall den Zugang zu dieser Hochebene entdeckt. Damals hatte er Wächter der Ewigkeit mich unter der Vorbehalt am Leben gelassen, dass ich nie jemanden von diesem Ort erzähle. Aber das tust du jetzt gerade doch. Also müsstest du schon sterben, oder? Doch uns blieb keine Wahl. Wir mussten raus aus Düsseldorf. Ich nahm mir Radolf und Tika? Sonic versteht oder was? Hört sich an wie Tikal. Ja. Und gemeinsam flohen wir hierher. Wie ließ uns der Wächter gewähren, für einen Mann aus Stein ist er recht einfühlsam. So. Ja, er braucht mir nicht mehr zu erzählen, Xania. Wir werden Bernhelm unterrichten. Unterrichten? Guck mal, ob wir noch weiter was reden können. Ja. Ihr seid ja immer noch hier. Was gibt es? Na, ich möchte dich abschlechten. Noch ein paar Fragen? Noch mehr Fragen? Na gut, schieß los. Wollen wir echt noch mehr wissen? Ja. Obwohl, nee, erzählt euch von euch selbst. Im Prinzip hat sie das ja schon, oder? Ja, eigentlich wissen wir alles. Okay, dann lass mal. Ich hab keine Fragen. Gut, dann. Dann gebt euch. Ja, der ist fertig. Danke. Ja, bitte. Nicht, dass sich wieder jemand beschwert, du liest zu viel. Geh mal jetzt nach unten, wir können ja dann mal noch nachschauen. Okay. Nackter. Ihr dürft passieren. Ihr dürft passieren. Ich bin Rolf, der Totalkick. Ja, sorry Leute, ich muss hier übertreiben. Nö. Da hinten sind auch schon mehr Heilkräuter, oder? Wie kommen auf, wir? Das ist die andere Seite, hallo? Ach, das sind wir reingekommen. Ja, okay. Hä, die spawnen hier neu? Die Kräuter? Wie geil. Sieht so aus. Wie geil. Spawnende Kräuter. Aber, wozu? Wir haben eben schon längst Besseres. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder. Mein Vorfahre, mein Kragen juckt gerade ausgerechnet. Shit, im Moment mein Hinterkopf. Ja, okay. Sorry, Leute, mich hat es jetzt wirklich gejuckt. Meine Vorfahren. Was? Duckelt? Duckelbärs? Ja. Oh Gott, Scheiße. Oh Gott. Lass uns eine Minute in uns ruhen und diesen Namen wirklich misshandeln, bis er nicht mehr geht. Ließ sich seine Gattin Feber hier beiseite. Ja, ich hab mich auch hier beiseite. Ich krieg halt Scheiße wahrscheinlich, oder? Beisetzen. Beisetzen ist mir egal, ey. Aus Furcht, man könnte die
Gräber plündern ließ er den einzigen Weg zu dieser Hochebene zerstören. Weiter Text, weiter. Klingt irgendwie nach Dagobert. Ich bin Dagobert. Da steht etwas über dem Portal. Duckelbert Dengelbrack von Falkenburg. Jedes Tor öffnet sich für diesen Namen. Der alte Duckelbert war wohl für seinen guten Ruf als auch seinen ausgeprägten Ego bekannt. Ich habe auch so ein Ego, weißt du das? Ja, trotzdem scheint die Formulierung etwas verunglückt. Ich bin auch verunglückt. Wie dem auch sei, der Durchgang ist verschüttet. Ach nee, Grandy. Wie hast du das jetzt bemerkt, bitte? Blitzmerker. Schöne Statue, aber das sagt ja nix. Zwei Durchgänge. Links oder rechts? Da wir schon den totalen Krieg hatten, gehe ich mal auf links. Sorry, Leute, ich bin auch nicht so mit den Informationen. Über dem Portal steht geschrieben, hier ruht mein Affe. Scheint ja ein tierlieber Mann gewesen zu sein. What? Mein Affe. Oh nein, ich habe gerade ein ungutes Gefühl. Vorsicht, Grandy. Ich war gekommen, mir vorzustellen, was passiert, wenn wir die falschen Schalter treten. Ich gehe nochmal raus ins Speicher. Wollte ich gerade sagen. Hier ruht mein Affe. Ja klar, Affenfalle oder was? Mein Affe. Hinweis? Irgendwas? Ich habe das deutliche Gefühl, dass ich irgendwie das Richtige gemacht habe. Ich bin einfach, ich bin einfach mal auf den ersten gegangen, okay. Okay, das heißt... Ach, es gibt nur mal einen richtigen pro Reihe, denke ich mal. Ja, super. Da haben wir über tausende Möglichkeiten. Wir sterben. Wir werden sterben wegen dir, Mann. Okay, was denkst du? Frag mich nicht, ich lieg immer falsch. Hier ruht mein Affe. Das klingt ein bisschen so komisch. Es ist... Irgendeine Idee? Sag einfach mal Stopp. Stopp. Das war falsch. Okay, gehen wir einmal rund. Okay, dann wissen wir, dass wir Schaden kriegen. 80 Schaden haben wir bekommen. Okay, dann... Warte, heilen brauchen wir uns noch nicht. Okay, warte mal. Probieren wir halt alle aus! Ich hab ne Vermutung. Okay, die wäre... Und? Leben wir noch? Dieser Schalter war offensichtlich nicht geladen. Vielleicht war... Ja, war die Munition alle. Haha. Okay. Dann. Schalter. Okay, ich habe das deutliche Gefühl, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Jetzt müssen wir noch die eine Reihe siegeln. Willst du meine Vermutung wissen? Ja. Dass das hier nach dem Alphabet geht. Reihe A, B, C, D, E, F, G, H. A war richtig, der erste. Dann bin ich auf F, das wäre etwa der hier. War zweimal richtig. F, F. Aff und dann noch eine Reihe E. Das heißt, es ist nur mein A, oder? Nee, hier ruht mein Affe. Es geht nach ja. Alphabet. Ja, aber Affe ist nur mein A, oder? Affe erst. A Moment. War hier. Ja. Dann zweimal F. F. Ja, F. Ein A. Affe. Nee, Moment, Affe, E. Nee, E, stimmt ja. Oh Gott. Ich bin jetzt gerade selbst lustig, wisst ihr das? Okay. Bingo! Und wir kriegen Panzerhandschuhe. Aha, Imba-Rüstung. Ah. War wohl ein ziemlich bissiger Affe. Ja, kann man sagen. So, was haben wir hier? 3000 Taler. Taler, huhu, jetzt hätten wir nicht schon genug Geld. Gucken wir uns mal die Panzerhandschuhe an. Ich glaube, die können wir bei Zeugs. Zeugs? Ah, tatsächlich. Oh ja, geil, komm. Warte mal. Grandy. Ich will jetzt mal gucken, wer das noch tragen kann.
Bestimmt keiner. Wie es aussieht, alle? Libra? Kann auch. Alle könnt es tragen. Super. Aber ich bin jetzt... wen könnte man es am meisten geben, ist die Frage. Ich wäre ja für Grandy. Dass er mir Schaden macht, hä? Hallo? Ich hab keinen Bock, wegen dir zu sterben. Also bitteschön. Okay, okay. Ich muss hier diese nicht... Ich sag dir, ich will schon wirklich noch die Eier pressen, ey. Mann. Okay, okay. Aber ja, schönes Rätsel. Schönes Rätsel. Mir kam der Affe gleich irgendwie suspekt vor. Okay. Riesiger Affe. Halt, warte mal. Ich geh nochmal kurz... Oh, muss ich jetzt nochmal? Ja, ich... muss ich nochmal. Ich glaube, ich habe das Ding in der Mitte gar nicht geprüft. Ist doch jetzt egal. Jetzt haben wir wegen dir Schaden bekommen. Du Honk. Ach, pfeif doch drauf. heilen? Ich würde mal sagen, ja, schau dir mal Tarius an. Ich sag doch, wir sterben wegen dir immer nur. Mann. Dann darf er mal seine Melodie sprechen. Jetzt. Und? Geile Mucke. Okay. Über dem Portal steht geschrieben: Feba, meine Gattin. Ich hab ein gutes Gefühl. Ach nee. Moment. Moment, wie hieß sie nochmal? Feba. Moment, Feba. Feba. Okay, das erste wäre ein F. Dann ein E. Puh, ich denke, ich habe das System verstanden. Ja, denke ich auch. Dann ein B. Dann das letzte ein A. Ja. Dann klauen wir mal, was hier drin ist. 2000. Wir haben es ja. Und? Mit Drillschild. Ah, wofür haben die Scheiße überhaupt gekauft, ey? Batman? An den Überresten der Toten werde ich mich nicht vergreifen. Okay, das war... Okay, okay. Aber sonst... Aber hier alle abschlachten, du Holzkopf. okay, Ausrüstung. Mithril... Also Schild. Ich glaube, das kann... Geh mal einen weiter. Libra traue ich tragen. Libra, Schild, ah, okay. Ja, immerhin. Wir greifen eh mit Magie an. Es ist die Attacke eigentlich total... Arschegal, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, okay. Dann kriegt sie es. Ah, sie kann... Moment, sie kann kein... Sie kann keine Waffe tragen, dann? Sieht so aus. Ja, dann ist das Schild wieder draußen. Okay, aber wir brauchen ehrlich gesagt bei ihr Verteidigung mehr. Oder Tarius. Tarius hat kaum Verteidigung. Ja, aber... Toll, wir haben bei dem den Tanz der Sonne und ehrlich gesagt die schwere Armbrust ist mir jetzt lieber. Er kann es auch gar nicht tragen, sehe ich gerade, ja. Nur Libra, wie es aussieht. Na okay, gib Libra. Und Dankwart? Gib Libra. Doch, Dankwart könnte es auch tragen. Und da hat schon eins? Er hat schon. Okay. Du hast doch ausgerüstet. Okay. Ehrlich gesagt, außerdem wir verlassen uns eh mehr auf Magie bei ihr, also bitteschön. Okay, okay. Na, hat sich doch gelohnt, der Abstecher, oder? Ja. Wir haben nur wieder dünnsinnigen Scheiß hier bekommen, den wir nicht gebrauchen können. Naja, immer ein bisschen Rüstung. Ich sag doch, ich werde schon dafür noch büßen lassen. Ja, ist ja schon gut. Ruhig, Brauner, beruhig dich. Ich verstell, bevor ich dir die Eier abreiß. Komm doch her, das will ich sehen. Mit Videobeweis. Jetzt hängt schon wieder damit an, ich weiß dir. Leute, ihr werdet schon noch sehen, woher das alles kommt. Wie ich das alles zu verdanken habe. Moment, waren hier nicht auch Kräuter irgendwo? Die spawnen nicht nach, komischerweise, aber die anderen schon. Oh, hol dir einfach die anderen Kräuter, ist doch egal. Umsonst Heilung kann man immer gebrauchen. Genau.
Gut, dann sagen wir gleich mal Bannon Bescheid, oder? Das nehme ich einfach mal als Ja. Ich musste gehen. Mir war gerade danach. Kräuter! Ja, gut. Die hatten ja aber schon gehabt, eigentlich, oder? Denke schon. Oder? Naja. Egal. Latte mit Hose. Wir sammeln lieber. Ja, okay. Einen runter. Noch einen runter. Noch einen runter. Moment. So. Die Eisöde. Feldermucke. Dim. Dim. Darf ich runter? Ja, danke. Ich will nicht, muss ich betteln. Die zwei nimmst du mit. Oh, komm. Dafür mache ich aber einen Rundumschlag. Dafür machst du keinen Rundumschlag, ey. Ach, weißt du, was kommt? Sterb doch einfach. Atarius, verschwende jetzt nichts an dir. Greif du mal an. Der Rundumschlag hat sie beide gewonnen. Okay? Hallo? Ja. Gehen wir zu unseren Lulu und Dalla. Ich hab mir gerade ein bisschen Kleingeld in der Hand. Mhm. Wofür habe ich das Kleingeld in der Hand? Werdet ihr gleich sehen. Ich mach hier. Bisschen Uga Puga. Okay. Den übernehme ich, okay? Seht mal, Kinder. Der Herzog und seine Freunde sind wieder hier. Oh yeah! Bam, wir sollen euch von einer Frau namens Sanja eine Botschaft überbringen. Und jetzt kommt Bolz. Xania? Die Anführerin der Stadtwache? Die Zeiten sind vorbei. Sie grämt sich sehr wegen dem, was sie euch angetan hat. Wir sollen euch sagen, dass in ihrer Sippe immer ein Platz für euch und eure Kinder frei ist. Dann hat der Fluch auch sie getroffen. Natürlich. Ich sah, wie sie mit Brunhild kämpfte. Ich werde Hakon instruieren, dass er euch und eure Kinder in ein weiteres Mal passieren lassen soll. Ich denke, ihr solltet Sanjas Angebot annehmen. Schon der Kinder wegen. Da können wir uns gleich in den Haus umsehen. Wir haben euch den Weg zu Xanias Versteck auf dieser Karte eingezeichnet. Lebt wohl. Was? Einstweilen? Einstweilen. Einstweilen, Brehem. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in Brehmhelms los. Was? Ich sag nichts. Dankwart, Level up. Level. Nein, noch was zu sagen. Kaum zu glauben, dass sie ihre Sippe nach mir benannt hat. Wow. Ich bin so... geflasht. Imba, ich glaube, ich werde hier heulen. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Nein, in das Haus. In das Haus gehst du mal rein. In das Haus. Bin doch schon dabei. Sind immer noch da. Ach, du willst nach oben, oder wie? Ich dachte jetzt, sie sind weg. Shit. Okay, wahrscheinlich müssen wir erst in Brennels Hafen gucken, bis wir dann da rein können. Möglich. Probieren wir es. Das heißt, jetzt nach Bernheims los, dann wieder hierher. Ey, Sidequest! Vergiss nicht, es sind alles Zeiteküste. Zeiteküste sind eine Zeite, Zeiteküste sind eine Seite. Ja, meine Rede. Hast du recht. Nein. Da lang. Ich weiß. Nein, ein Hoch. Bernheims ist los. Ja, der Brennhelm ist los. Fangt ihn wieder ein. Gehen wir noch mal zu Rudolf, damit wir einen totalen Krieg besprechen können. Ja. Das wird mich verfolgen. Wisst ihr das? Das wird mich echt verfolgen. Du weißt ja, wer schuld ist. Ich hasse dich, John. Hä? War der vorher schon hier unten? Ich glaube nicht, oder? Frag mal.
Bernhelm bemüht sich sehr, unser Freund zu sein, aber er muss immer an seine tote Frau denken. Ach, ist er jetzt schon da? Wollen wir mal Hallo sagen? Haben doch was Neues zu sagen? Moment, warum sind die zwei Kinder jetzt da? Ah, Moment, da sind bestimmt jetzt du ach, und Dada jetzt da. Ah, durchaus möglich. Oh. Danny, hier ist viel schöner als in der Eiswüste. Glaub ich dir gern. Wie hat man? Sagt ihr dasselbe, oder? Nee. Endlich muss ich nicht immer mit Mädchen spielen. Hallo, wo sind denn Dada? Das, die Trine da unten. Nein, das ist nicht Dada. Vielleicht im Haus? Oder da oben noch? Nein, wahrscheinlich im Haus. Bastards, bale Krieg. Totale Krieg! Bähme ist wirklich ein netter Kerl. Und seine beiden Kleinen sind so süß, aber er ist immer noch sehr schwermütig. Ja, kein Wunder, wenn man seine Frau hier einfach umschlachtet. Tja. Ich weiß, man braucht eine warme Decke zwar, aber noch nicht gleich so. Vielen Dank. Das bin ich denn. Nehmen wir deine Rolle. Passt schon. Schnauze jetzt mal. Vielen Dank, dass ihr Bremen zu uns geführt habt. Es fällt ihm noch schwer, uns tief zu Ehren zu vergeben, aber er bemüht sich. Ja, kein Wunder, du hast noch seine Frau abgeschlachtet für den Wolfspelz, Robert. Die Zeit wird seinen Wunden letztlich heilen und wir werden all eine glückliche große Familie. Toll, du hast einen trotzdem Wolfspelz. Moment mal, war die Leiter schon vorher da? Ist es eine Leiter? Oder Treppe, oder... Mach mal. Ich weiß ehrlich nicht, ob die schon vorher da war. Und da sind Dada und Dudu. Nee, Dada und irgendeine andere. Nee, ich... Aber warte mal, was mir gerade einfällt. Sind das da ein Mokri... Nein, das sind doch zwei Teile aus Secret of Mana. Endlich habe ich jemanden, der auch gerne mit Puppen spielt. So, jetzt können wir gucken. Du meinst, das da? Das ist Hatzinger? Und? Das sind diese komischen Zappler-Viecher, oder? Nö, nur ein kleiner Teddy. Das ist ein Zappler-Ding. Da geht's mir doch weh fürs Holen, ey. Aber das Hatzinger habe ich auch erkannt. Aber es ist eine Puppe, eine Secret of Mana-Puppe. Merchandise will ich auch haben. Merchandising ist auch immer das Beste. Hat man dich schon? Ach, du bist wie der Prinz aus dem Märchen, Grandy. Weg hier. Ich glaube, du willst dich hier gleich eine Verlobung anstecken, oder was? So, dann heißt es mal wieder runter. Ich glaube, hier sonst gibt's nichts. War das vorher schon da? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich muss sagen, ich gebe mir echt wirklich einen ab. Aber da fehlt uns doch immer einer. Wo ist Bremi? Ja, siehst du, treibt sich hier irgendein... Die reden ja da und die Kinder sind auch da, aber wo ist er? Vielleicht steht er irgendwo in der Gegend, an der Klippe oder so. Einfach nochmal umgucken. Und da, die Kräuter sind auch nicht immer da. Doch, da waren die Kräuter. Hier runter. Oder, waren die da? Da runter. Da vorne. Da noch so. Genau, oh, runter, nochmal runter und jetzt da, rechts. Da ist nix. Rechts, nicht links. Da ist nix. Hä, was war das dann gewesen, dass so blau leucht? Egal. Tja. Ich schau jetzt nochmal kurz hier hoch, ob mir hier vielleicht noch irgendwo, halt, da waren wir ja schon. Ob noch irgendwo... Bernhelms da rumhängt. Rumhängt. Irgendwie irgendwo am Baum. Wir haben ihn gleich an einem Baum hängen gegen dir, also ich glaub's wohl. Sieht aber nicht so aus. Da ist der Wächter. Bernhelm! Die sagen zwar, der ist da, aber ich finde ihn nicht. Naja, guck mal einfach mal, sag schnell, bei der Eisöde jetzt gleich nochmal. Ja, okay. Jetzt sind die Kräuter scheinbar echt alle weg. Die hier auch. Na super. Ja, aber guck mal auf die Zeit. Wir müssen leider wieder mal Schluss machen gleich. Ach komm, die Hütte nehmen wir noch mit. Ja, okay, mach die Hütte.
Dann ist das Kapitel Bernhelms Los auch endgültig abgeschlossen. Ich schreib mal kurz eben John. Ich darf mich ja bei dem noch bedanken. Das darf ich jetzt mal. Wenn du noch rummuckst, kann ich mal eben kurz... Das ist ja geil. Hä? Das ist geil. Wenn Libre keine Waffe ausgerüstet hat, dann boxt sie. Haha, super. Box-Sound. Yay. Das ist eine Runde Street Fighter oder Dead or Alive spielen. Wohl eher Dead or Alive. Da gibt's mehr Frauen, die fighten. Na super. Yay, alle weg. Und die Türen sind zu. Tja, verschlossen. Hier geht scheinbar wirklich nichts mehr. Oh. Da muss doch irgendwie es hingehen. Vielleicht hätten wir Bernhelm bei der ersten Begegnung schon irgendwie provozieren müssen. Und dann hätten wir dann... ich weiß noch, wir hatten da die Wahl. Ihr verheimlicht was. Sagt was. Das darf vielleicht... Ja, dann. Und ich habe aus Versehen die Scheiße weggedrückt. Aber wer weiß, vielleicht hätten wir uns dann wieder andere Quests dafür verbaut. Ich finde, es passt schon eigentlich so. Naja, ich sag mal so, es ist passiert, kann man nichts ändern. Ich glaube, wir machen auch jetzt mal endlich Schluss. Genau, speichern hier und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, Koski, und sorry, Leute, wegen dem Emo.